Hallo, liebe Kinder und liebe Erwachsene. Heute wollen wir euch eine Geschichte erzählen, die so ähnlich schon mal fast passiert ist, nämlich die Geschichte vom Hessentrojaner. Den gibt's noch nicht, aber vielleicht erinnert ihr euch an den Erpressungstrojaner WannaCry. Der hat über 230.000 Computer in 150 Ländern infiziert und jeweils Lösegeldzahlungen verlangt. Vermutlich basierte er auf einem Exploit der NSA. Wir von den Piraten befürchten, dass die Politik der rot-grünen Landesregierung dazu führen wird, dass so etwas wieder passiert. Und davon handelt unsere Geschichte. Die geht jetzt los. Ibims, der Seppel. Ich komm voll von der kleinen Piratenbühne her. Oh, da kommt ja die Gretel. Hallo Seppel. Heute besuche ich die Oma und ich schenke ihr eine neue Kaffeemaschine. Die alte Kaffeemaschine, also die, die der Räuber Hotzi schon mal geklaut hat, ist viel zu altmodisch. Die musste sie ja mit einer Kurbel drehen. Das ist viel zu anstrengend für die arme Oma. Also, jetzt kriegt die Oma eine ganz moderne, vollautomatische Kaffeemaschine. Die reagiert auf Zuruf und ist auch mit einem Computer vernetzt. Seppel, du spinnst! Die Oma hat doch gar keinen Computer und auch kein Handy! Die mag das gar nicht! Das ist jetzt die neueste Technik. Alle Haushaltsgeräte vernetzt und mit dem Handy und dem PC steuerbar. Da hat es die Oma so bequem. Das kann ich auch remote administrieren. Remote? Also aus der Ferne? Nicht mal besuchen willst du die Oma dann? Die Kaffeemaschine zu steuern ist viel zu viel Verantwortung für dich. Ach, der liebe Seppel. Jetzt hat er mir so ein neumodisches Gerät geschenkt. Das ist mir ja eigentlich zu technisch. Aber der Bub hat mir versprochen, sich drum zu kümmern. Da freue ich mich. Das ist ja schön, wenn der Seppel dann aufkommt. Ich liebe Besuch. Und gleich kommt mein alter Freund, der Wachtmeister Beuth. Der will immer einen guten Kaffee. Da werde ich den mal machen. Kaffee! Oh, meine Polizeispionage meldet mir leckeren Kaffee. Ich weiß schon, warum ich Sie gerne besuche, Frau Oma. Lieber Herr Beuth, wie schön, dass Sie mal wieder kommen. Sie können gleich mal meinen Kaffee probieren. Den hat meine neue vollautomatische Kaffeemaschine gemacht. Die ist sprachgesteuert. Also, wenn ich Kaffee will, rufe ich nur Kaffee! Oh nein! Was für eine Sauerei! Ich hab doch schon Kaffee! Jetzt gießt mir die dumme Maschine nochmal drüber und alles läuft über! Ja, liebe Frau Oma, an die neue Technik heutzutage muss man sich erst gewöhnen. Ich bin auch mit neuer Technik betraut. Ich habe nämlich einen wichtigen Auftrag. Ich muss ein Zero-Exploit. Zero-Exploit? Was ist das denn? Ja, das ist die neueste Technik. Damit können wir uns heimlich in ein Handy oder ein PC einschleusen und alles ermitteln, was es dort zu lesen gibt. Die Verbrecherjagd bekommt eine neue Qualität. Denn früher konnten wir Telefone heimlich mithören. Aber heutzutage verschlüsseln die Kriminellen und Terroristen immer alles. Und das kann man leider noch nicht alles entziffern. Also müssen wir auf dem Endgerät einen sogenannten Trojaner einschleusen, der liest alles, bevor es verschlüsselt wird und sendet uns das dann. Du liebe Güte, diese Kriminellen und Terroristen, die verschlüsseln? Da muss man ja Angst bekommen. Aber ich verschlüssele mein Haus ja auch jetzt immer, damit mir nicht wieder der Räuber Hotzi reinkommt und mir wieder meine Kaffeemaschine klaut. Sie, Herr Wachtmeister, dürfen natürlich rein, denn Sie beschützen mich ja. Selbstverständlich, höchstpersönlich, ich bin die Staatsgewalt. Wir garantieren für Ihre Sicherheit, Frau Oma, mit den neuesten technischen Methoden. Und das machen Sie jetzt mit Zero-Janern und einem, wie heißt das, Hexbeut? Da verstehe ich nichts von. Hallo Oma. Oh, guten Tag, Herr Beuth. Das heißt Zero-Exploit, Frau Oma. Das ist ein Fehler in der Software, den noch keiner kennt. Und den kann man benutzen, um auf den Geräten einen Trojaner, also eine Lauschsoftware, zu installieren. Was? Lauschsoftware? Auf meinem PC? Der liest dann mein Tagebuch und mein Kontopasswort? Aber Fräulein Gretel, bei Ihnen doch nicht. Nur bei den Terroristen und Kriminellen. Und Sie haben doch nichts zu verbergen. Und wir vom Staat, wir beschützen Sie doch.
Und Fehler im Programm? Die müssen die Hersteller doch sofort reparieren. Und wo überhaupt wollen sie die Zero Exploits denn herbekommen? Da habe ich jetzt gleich einen Termin bei einem Hacker. Oh, ich muss jetzt los. Tschüss, Herr Wachtmeister. Auf Wiedersehen, meine Damen. Hallo, ich bin Commander McLean und hier liege ich richtig. Von Beruf bin ich Hacker. Ich bin Hacker, weil ich es kann. Vorschriften interessieren mich nicht, Geld auch nicht, aber Ruhm und Ehre. Ich bin die Nummer 1 in der Hacker-Szene. Und nur fürs Hacken schaffe ich es auch irgendwann aus dem Bett. Aber leider nachts nicht mehr rein. Ja, ins Bett schaffe ich es nicht. Aber in jeden Computer, da komme ich überall rein. Habe auch schon Belohnungen von Microsoft und Apple bekommen, weil ich den Zero-Day-Exploits gemeldet habe. Oh, da ist jemand. Ach ja, da wollte so ein Typ von der hessischen Landesregierung kommen. Nerv. Guten Tag, sind Sie der Herr McLean? Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Polizeihauptkommissar Beuth von der hessischen Landesregierung und ich möchte gerne einen Zero-Exploit kaufen und Sie beauftragen, für uns eine Trojaner-Software zu programmieren. Hä? Solche Angebote kriege ich sonst nur von Kriminellen. Aber die machen immer Stress. Bin ich hier bei Ihnen nicht auf dem Schwarzmarkt? Hä? Das ist doch ungesetzlich. Oh nein, das ist alles völlig legal. Wir haben ja das neue hessische Verfassungsschutzgesetz und da steht alles drin, was erlaubt ist. Also, wir hätten gerne eine Software, die alles durchsuchen kann. Und das ist jetzt legal, wir wollen ja nur gegen Terrorismus und Kriminalität ermitteln. Im Gesetz steht, dass wir schnüffeln dürfen. Aber Ihnen ist klar, dass die Software, wenn sie einmal aufgespielt ist, auch die Inhalte der Festplatte verändern kann. Nein, wir wollen nur alles lesen, nichts verändern. Deshalb haben wir einfach das Gesetz so gemacht, dass es nur Lesezugriff gibt und deshalb haben Schwarz-Grün ja dann auch zugestimmt. So geht das nicht! Nur mit Lesezugriff und ohne Schreibzugriff könnte die Software sich ja gar nicht heimlich installieren. Die kann automatisch mehr als im Gesetz steht. Bei Programme nachladen kann sie dann auch. Ach, papperlapapp, wir sind schließlich ein Rechtsstaat. Wenn das so im Gesetz steht, dann ist das auch genau so. Die Behörden machen prinzipiell nichts Ungesetzliches. Die anderen Funktionen nutzen wir dann eben nicht. Deshalb waren ja sogar die Grünen dafür. Also die Regierungsgrünen und die CDU sowieso. Denn man schreibt einfach ins Gesetz, wie es sein soll und schon ist das Problem gelöst. Zerbrechen Sie sich mal darüber nicht den Kopf. Also, kommen wir ins Geschäft. Sie kriegen auch ein super Honorar. Da werden wir uns bestimmt einig. Wir zahlen viel mehr als diese Kriminellen. Wenn das so ist. Also, wenn das Lesen funktionieren soll und es dann egal ist, ob es auch Schreibzugriffe gibt, dann wäre das schnell verdientes Geld. Kann ich mir überlegen. Okay, nehme den Auftrag an. Mach mir doch mehr aus Geld, als ich zuerst dachte. Sehr schön. Dann bis bald. Auf Wiedersehen, Herr McLean. Tschö. Och nö, wer nervt denn jetzt schon wieder? Mosche, bist du der sogenannte Commander McLean? Gestatte, ich bin der sogenannte Räuber Hotzi. Echte Name tun nix zur Sache. Har, 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 har. Was willst du? Stör mich nicht. Du nicht so hochnäsig. Hast ja vor kurzem ein Zero Exploit verkauft. Die Belohnung von dem Hersteller war der wohl nicht gut genug. Aber immer angeben, dass du nicht so viel Geld brauchst. Das kannst du. Es klappt, wird selig. Hau ab, lass mich in Ruhe. Ich will auch ein Zero-Exploit und einen Trojaner. Ich zahl auch gut. Hast ja gar keine extra Arbeit. Ist ja schon fertig für die hessische Polizeibehörde. Ich verkaufe nichts an Kriminelle. Programmier doch selber. Was soll denn das Geschwafel? Du verkaufst doch auch an die Behörde. Ich und die? Ist doch kein Unterschied. Wo steht denn, dass du das an die verkaufen darfst und an mich nicht? Nirgends.
Die Behörde habe doch den Markt für den Zero Explorer eröffnet. Der heißt sich jetzt grad richtig A. Dann kauf doch auf dem angeheizten Markt. Mach ich auch. Die Konkurrenz schläft nicht. Wenn du mir nix verkäft, mach ich's eben in andere. Ich zahl gut. Ich bin der Beste. Aber nicht der Ahnsicher. Mein letztes Angebot, dann bist du reich. Musst du nicht mehr nur Pizza essen. Kannst du auch eine Putzfrau leisten. Mag nur Pizza, Putzfrauen nerven. Hau ab. Wenn du mir jetzt nichts verkaufst, bin ich's, der nervt. Und zwar ohne Ende. Willst du mich nicht loswerden? Ich verschwind gleich. Aber nur mit Software. Ist ja auch egal, wenn ich ihm nichts verkaufe. Macht es ein anderer. Die Kollegen sitzen ja jetzt alle in den Startlöchern. Ach, wann kommt denn mal Besuch? Ich mach mal einen Kaffee. Vielleicht kommt dann jemand. Kaffee! Oma, warum schreist du denn so? Seppel, guck mal, die Kaffeemaschine. Hilfe, Polizei. Moment, Oma, ich mache nur meine Steuerungs-App im Handy an. Oh, Scheiße, was ist das denn? Ich stelle mal den Ton auf laut. Harr, harr, harr. Alle Geräte in diesem Netzwerk sind verschlüsselt. Dies ist der Erpressungstrojaner, heul doch. Überweist mir 1427 Euro in Bitcoins. Dann gebe ich die Daten wieder frei. Har, 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 har. Har, har, har. Seppels Handy und Omas Kaffeemaschine haben Mikrofone. Ich höre euch. Geld her! Hilfe, Polizei! Hilfe, Polizei! Katastrophe! Alle Polizeicomputer sind vom Trojaner Heuldoch befallen. Nichts geht mehr. Oh jemine! Oh, wie schrecklich! Der Heuldoch hat alles befallen! Die Steuerungssysteme von Bahn und Flughafen, die Ampelanlagen, die Krankenhäuser! Und das nur, weil die Landesregierung den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken angeheizt hat. Die hat eine ganz fatale Änderung des hessischen Verfassungsschutzgesetzes durchgedrückt. Hätten wir doch nur die Piraten in der Regierung gehabt. Ich gehe jetzt zu den Piraten. Wir brauchen unbedingt eine neue Netzpolitik. So, das war unsere Geschichte. Bis jetzt ist das noch nicht passiert und wir müssen verhindern, dass es so weit kommt. Liebe Leute, wenn ihr nicht wollt, dass unser Internet unsicher wird, dann wählt Piraten. Am 28. Oktober ist Landtagswahl. Piraten wählen.